du von ganz vorne wieder an? Ja. Okay. Das wird ein Flo sein. Das wird guten Morgen machen. Guten Morgen. Gemeinsam. Guten Morgen. Das ist das letzte Video von unserer Wanderung. Chiara hat mich ja die ganze Zeit begleitet, vielleicht die 3-4 Tage von Leipzig nach Dresden, wo du mit Alpen gewandert bist. Und ja, deswegen könnten wir schon jetzt von unserer Wanderung reden. War ja als meine Wanderung geplant, aber Chiara hat mich die ganze Zeit begleitet. Und ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir die Wanderung erstmal beenden. Beziehungsweise ja, wo wir diese Wanderung beenden. Und der erste Punkt ist, den ich gleich vorweg schieben kann, aus meiner Erfahrung. Ich werde definitiv diese Wanderung in irgendeiner Weise auch wiederholen, beziehungsweise das Prinzip dieses Nomadentum. Das ist eine Sache, die hat mir total gut getan, jeden Tag on the road zu sein, jeden Tag neue Eindrücke zu sammeln, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, jeden Tag Energien auszutauschen mit der Natur oder mit anderen Menschen. Es war einfach ein unglaubliches Portfolio an Emotionen, an Wissen, an Eindrücken, an Erfahrungen, was auf mich da eingeprasselt ist. Und es war einfach ein total schöner Flow, die Zeit. Wie ging es dir? Ja, du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Jetzt sage ich das mit meinen Worten. Ja. ja, ich bin total dankbar, dass ich mit durfte und dich begleiten und auch einfach die Erfahrung für mich zu sammeln. Aus dem Grund bin ich ja mitgegangen, nicht weil ich mit Christian zusammen sein möchte, sondern weil ich einfach auch Menschen kennenlernen möchte und wandern möchte. Natürlich habe ich nichts gegen Christian, ne? Aber wir wollen ja jetzt hier nicht und so. Genau. Auf jeden Fall, ja, die Wanderung. Es ist einfach wunderschön, die Menschen wachsen zu sehen, wie man selber wächst. Und es ist wie so, man hat jetzt die Tomatenpflänzchen, die Samen reingemacht und dann sieht man immer mehr, wie sie halt wachsen so. Und das sieht man halt in allen Ecken. Das ist jetzt nicht nur persönlich bei sich selbst, sondern auch von den Menschen, die wir besucht haben, die wir am Wegesrand gesehen haben oder einfach erleben durften. Und es ist auch total schön, einfach wirklich dieses Körperliche, einfach, dass man auch viel gelaufen ist und dadurch auch viele Erkenntnisse vielleicht hatte und dass man halt auch immer wieder diese Natur naschen konnte. Und ja, das ist halt einfach auch real im Flow zu sein. Ne? Man kennt das ja, wenn man zu Hause sitzt und ein kluges Buch liest und sagt, ja, das stimmt und so weiter, sondern das aber auch real zu erleben. Denn es ist einfach was anderes, über die Natur zu philosophieren und zu reden und zu sagen, wie natürlich Ernährung aussieht, wie ein natürliches Leben aussieht, oder eben wirklich raus in die Natur zu gehen und sich mit der Natur zu verbinden, real in der Natur zu liegen und nicht darüber zu reden. Das ist schon was anderes, es ist beides sehr, sehr wichtig und beides auch, glaube ich, ja, bedingt sich. Also einerseits, dass du, um in die Natur zu kommen, erstmal den Gedanken fassen musst, in der Natur quasi zu leben, und andererseits auch, wenn du in der Natur lebst, dieses auch, nachdem du das sozusagen erlebt hast, auch durchaus zu reflektieren, um eben auch in deinem Leben diese Erlebnisse und diese Erfahrungen auch wieder, ja, quasi verarbeiten zu können und dadurch dann halt eine natürliche Lebensweise anstrebt, um eben in den Gleichklang zu kommen. Und das ist eigentlich auch das Ziel von allen Menschen ist, in Gleichklang mit der Natur zu kommen, gleich zu schwingen und damit halt einfach zufrieden zu sein mit dem, was ist, und zu leben, das, was ist, und nicht immer in die Vergangenheit gehen und darüber nachdenken, was passiert ist, oder die Zukunft projizieren, sich Sorgen machen. Alle Formen von Ängsten sind damit verbunden, dass man halt eben nicht den Moment erkennt und erlebt, sondern halt sich Gedanken macht, was könnte jetzt gleich kommen in der Zukunft? Oder was ist passiert? Was könnte mir passieren? Ja, und das ist halt was anderes, wenn man dann natürlich lebt. Was war deine schönste Nacht? Welches war die schönste Übernachtung oder Nacht, die du erlebt hast? Vorher wollte ich erstmal noch Danke sagen für alle, die wir, wo wir hin durften. Also die uns aufgenommen haben, wenn man das so sagen kann. Es sind zauberhafte Menschen und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir bei euch sein durften, die Zeit, auch die Zeitqualität genießen können. Und was du gerade so ein bisschen angesprochen hast mit diesem Seinszustand, das ist einfach wundervoll, einfach gedankenlos im Sein zu verweilen und
einfach wirklich jede Zeitqualität mit jedem, was auch ist, ob das ein Mensch ist oder die Natur, einfach zu genießen. So, jetzt kommen wir zu der Frage, und zwar die schönste Nacht bei Ariana. Welche? Das ist egal, aber ich konnte da gut schlafen, ich habe mich wohl gefühlt, es war flauschig, warm, kuschelig, es einfach, das hat mir vom Ambiente, wenn wir so reden wollen, am besten gefallen. Okay, interessant. Und deine? Ja, ich habe gerade überlegt, ja, gibt es so verschiedene Sachen. Vor Ambiente war das schön, aber so der Gesamteindruck war tatsächlich unsere Nacht in Essen, wo ich so schlecht geschlafen habe wie in keiner anderen Nacht. Aber es war halt mitten im Park, wo die Leute halt rechts und links vorbeigegangen sind und wir halt in diesem Zelt, was so durchsichtig war, direkt in der Natur geschlafen haben. Was Und meinst du? Du redest von den Menschen, wo wir die besucht nö, haben? einfach welche schönste Nacht, habe ich gesagt. So. Ja, und wo wir dann halt quasi in der Natur dort direkt irgendwie, wo das Gras halt so hoch war daneben und man drin gelegen hat, und das war für mich einfach das Abends ins Einschlafen, das Frühstück das Aufstehen, ich bin so ein Grinsen, also, das ist einfach, ja, ich glaube, das war die schönste. Es gab sehr viele schöne Nächte, aber das war für mich, glaube ich, die schönste Nacht. Aber die haben am schlechtesten geschlafen. Ne? Und ja, bei den Übernachtungen, bei den Menschen, das hat eine ganz andere Qualität gehabt, aufgrund schon der Menschen und auch der komfortablen Situation, die man dann in den Wohnungen hat. Also jede Dusche, die ich erleben durfte, nachdem wir 2, 3 Tage gewandert sind, das war wirklich Dankbarkeit pur, ne? Und auch gegenüber den Menschen, die uns dann aufgenommen haben. Und ja, das war, also man lernt die Dinge wieder zu schätzen. Man lernt wirklich die ganz einfachen Dinge wie Dusche wieder zu schätzen. Klo, muss ich sagen, war für mich jetzt nicht so ein Problem draußen. Also Kacken und Pullern draußen überhaupt kein Thema. Also für mich, ich habe vor dem Rainbow überhaupt nicht draußen gekackt, noch nie draußen gekackt. Mittlerweile, ja, ist das für mich absolut Standard, wenn ich irgendwo muss, dass ich nicht warte bis zur nächsten Toilette, sondern ich gehe halt einfach irgendwo in die Natur kacken und finde das vollkommen in Ordnung. Mach so mit dem Fuß ein kleines Löchlein, kack rein und mach mit dem Fuß das dann wieder zu und ja, und wunderbar. Worauf man halt achtet, ist halt biologisch abbaubares Toilettenpapier ist, ne, dass man da nichts macht, also wenn man Feuchtes nutzt. Und ansonsten ist eigentlich für mich das ganz normal geworden. Und das finde ich erstaunlich, weil ich bin wirklich, gerade was Kacken angeht, ja, eigentlich so ein richtiger, ja, der gerne kackt, aber auch gerne zu Hause kackt und gar nicht so, auch dass ich früher, Jetzt schweift er ab mit dem ja, Kacken. dass ich, Dann gehe ich mal über na gut. zum Schlafen im Zelt. Vielleicht ist es ein bisschen spannender als das Kackthema für die ein oder anderen Leute. Die Nacht, die er beschrieben hat, wo wir tatsächlich in einem Zelt, haben wir das mal ausprobiert. Und da haben wir das Überzelt auch nicht rüber gemacht. Das ist dann wie so ein Moskitosnetzzelt eigentlich, ohne Überwurfzelt, so dass man alles sehen kann. Was natürlich höchstwahrscheinlich die spannendste Nacht oder den spannendsten Aufwachmoment, dadurch, dass du in den Himmel plus alles, was drumherum war, die Natur, die Geräusche hört man ja sonst auch, aber du konntest halt alles gleich sehen. Und das erlebt man nicht so oft. Einfach mal liegen und von unten die Bäume hoch angucken und so. Man sieht ganz viele ganz neue Sachen. Das war echt toll. Aber ich muss sagen, so an sich, ich habe draußen im Zelt, nachdem ich meinen neuen Schlafsack habe, also davor mit meinem anderen Schlafsack, mit diesem Zeltbag, der ist mir tatsächlich viel zu kalt. Mit dem so rumlaufen ist kein Problem, da wird auch echt ein warm, aber im Liegen, im Schlafzustand ist der mir zu kalt, und ich hatte öfters Nächte, wo ich teilweise gefroren habe und nicht gut schlafen konnte. Es gab es aber auch viele Nächte, wo ich einfach gut schlafen konnte, auch im Zelt. Deswegen ist da für mich so die tollste Nacht halt. Ja, keine Ahnung. Wenn man das mit der Optik sieht, dann war wahrscheinlich auch das mit dem Zelt, was nicht komplett zu war, die Nacht. Es gab 3 Gründe, warum ich die Wanderung gemacht habe. 3, ja, Hauptziele, die ich hatte. Das war einmal Menschen kennenlernen. Menschen kennenlernen, zu Menschen hingehen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, aufgrund ihres Geisteszustands und damit assoziiert mit ihrer, ja, mit ihrer Eingebundenheit in den Alltag sozusagen zu mir zu kommen, obwohl man sich vielleicht gerne gesehen hätte. Die zu diesen halt eben zu gehen und ja, War Spirit quasi zu ihnen zu bringen. Das war der erste Grund.
Der zweite Grund war die körperliche Belastung. Und der dritte Grund, also auch die körperliche, ja, zu schauen, wo sind die Grenzen und kann man über diese Grenzen hinausgehen. Und der dritte Grund, warum ich gewandert bin, war halt etwas vielleicht über mich selbst zu erfahren. Und bei allen drei Punkten, ja, bin ich in der Wanderung bedient worden. Also das heißt, oftmals ist es ja so, dass man vielleicht nicht alle Erwartungen dann bedienen kann mit irgendetwas, aber bei der Wanderung war für mich all das wunderbar erfüllt. Also Menschen habe ich sehr viele kennengelernt, auch Menschen kennengelernt, wo ich ja gar keinen Bezug vorher hatte, also richtig fremde Menschen, dann Menschen, die man, wo man sich vielleicht einmal gesehen hat, wo man einfach die Beziehung intensivieren wollte, wo man nochmal die Energie richtig fließen lassen wollte, wo man sich ja vielleicht auch ja, körperlich etwas intensiver miteinander beschäftigt hat und ja, wo man sich einfach auch die Zeit mal nehmen kann, als wenn man sich irgendwie auf dem Rohkost-Potluck trifft oder sowas. Also Menschen, der Punkt ist für mich erfüllt worden und das war eigentlich das, was so das absolut tragende Element und das einfach was das Schönste auch von der ganzen Reise gewesen ist. Also die körperlichen Belastungen und über mich selbst was zu erfahren, war sehr intensiv, schön teilweise, aber die Menschen, das steht für mich ganz oben. Das war auch der Hauptgrund, warum ich los bin und war auch das, wo ich am meisten sage, ja, ich möchte weiter unterwegs sein. Der zweite Grund, die körperliche Belastbarkeit, ja, war insbesondere auf den ersten Kilometern von Leipzig nach Dresden. Das waren die ersten 3-4 Tage, das war echt, wo ich dann 35 Kilometer am Tag gelaufen bin und mit dem 17,5 Kilo Rucksack, der mir in den Rücken gestochen hat und das war wirklich so Kampf und purer Kampf und wirklich Schritt für Schritt erkämpfen und das war, boah, I'm still alive, so, ich habe gespürt, ich lebe noch und das war wirklich extrem, extrem für mich und das habe ich schön, dass ich auch festgehalten habe, die Videos gerade die ersten 3 Tage, werde ich mir bestimmt oder die ersten 4 Tage nochmal anschauen. Das Video vom ersten Tag ist für mich immer noch das schönste Video, wo die Reise losging mit Albin, mit Jana und mit Chiara. Und also die körperliche Belastbarkeit, das habe ich halt rausgefunden. Und ich habe auch viel über mich selbst erfahren. Und das ist nicht nur jetzt so bla bla, ich möchte auch konkret auch das mal sagen, was so Sachen sind, die ich über mich selbst erfahren habe. Und zwar zum einen, ich bin ein großer Fan von Demut, weil ich zum einen ganz oft von euch Zuschauern immer wieder gesagt bekomme, ey, hör mal, du wirkst ein bisschen arrogant, du stellst dich oft über die Dinge und so weiter, obwohl das überhaupt nie meine Intention ist. Ne? Ich gerade deshalb, weil ich immer davor warne, sich vor andere zu stellen, aber es kommt oft so rüber. Und ja, deswegen bin ich ein großer Fan von Demut, auch was die Begrenztheit unseres Verstandes angeht. Viele Menschen möchten gerne alles erklären wollen und denken, im Verstand kann man irgendwann alles erklären. Wir müssen nur genug wissen. So, und das ist zu 100% meiner Überzeugung nach so, dass wir nie alles verstehen werden. Wir werden aber irgendwann alles sein. Und ja, und deshalb, die Demut ist sehr wichtig. Und ich habe auch wieder erfahren, und das fängt an bei der Ausrüstungszusammenstellung, und wo gesagt wurde, pass auf, jedes Gramm zählt. Und ich habe das zwar aufgenommen und versucht, so halbwegs wenig zu packen, aber jedes Gramm zählt. Und nicht jede Kilo zählt. Wirklich jedes Gramm zählt. Jedes einzelne Gramm zählt. Und das habe ich dann doch nicht irgendwie so aufgenommen und dann aber natürlich gemerkt, jedes Gramm zählt. Und entsprechend da ja, mit Leid bezahlen müssen. Und also da wieder, man kann nicht demütig genug sein. Man kann nicht, also ich persönlich für mich, ich kann nicht oft genug an mir zweifeln. Für viele, die jetzt Probleme mit Selbstliebe und Selbstwertgefühl haben, ist das mit Vorsicht zu betrachten, das Argument. Aber für mich persönlich, ich kann nicht oft genug an mir zweifeln. Ich kann nicht oft genug reevaluieren, was ich an Wissen für mich da ja, quasi als fix betrachte. Ja? Was sich manifestiert hat an mir. Immer wieder hinterfragen, immer wieder bewusst sein, dass sich Sachen einschleifen, die aufgrund der Änderung der Umwelt oder der Änderung deiner eigenen Situation, sei es gesundheitlich oder gedanklich, die sich einfach wieder verändert haben. Und da, das habe ich halt gemerkt, insbesondere ganz am Anfang mit der Ausrüstung und auch das, wie lange ich gewandert bin. Albert hat mir ganz am Anfang auch gesagt, mach nicht so viel am Anfang, so, der Körper muss sich dran gewöhnen. Und ich halt durchgeplautzt 35 Kilometer, 2 Tage lang jeweils, der zweite, dritte Tag, dritte und vierte Tag, am zweiten Tag waren es glaube ich 30 Kilometer und halt wirklich bis an die Belastungsgrenze und drüber hinaus und dann halt mit einer Blase bezahlt, wo, wenn Anja nicht gewesen wäre,
ich glaube, ich schon nach 4 Tagen, ja, die Reise oder die Wanderung beendet hätte und ja nicht wirklich einen Monat durch Deutschland laufen hätte können. Und da, diese Demut, das war die eine dieser Erfahrungen. Eine ganz wichtige andere Erfahrung, die konnte ich durch die Begegnung mit Stefanie erfahren. Ja, wo ich erfahren habe, dass vieles in mir eben doch noch nicht verarbeitet ist, wo ich dachte, dass es kein Problem für mich ist, sondern was Emotionen hervorruft, was ich einfach nur abgeblockt habe, was ich irgendwo verschlossen habe in mir und ja, wo ich sehr emotional war und wo es emotional erstmal rausgekommen ist, wo ich sage, okay, gestern auch wieder ein Stück Demut natürlich, aber auch ein Stück Wissen, hey, da ist noch ganz schön viel in dir, was vielleicht irgendwann verarbeitet werden möchte, beziehungsweise was geöffnet werden müsste und was ich dann halt also rausbewegen soll. Das war bei der nächsten Erkenntnis, die ich hatte. Es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, wirklich ihr Leid hinauszugeben, freizulassen, dieses Leid wirklich in aller Ekstase abzugeben. Das hat mich beeindruckt. Das ist eine Sache, wo ich selber mir oft merke, dass ich mir doch vielleicht die Träne eher verdrücke, als sie fließen zu lassen, in gewissen Situationen, insbesondere wenn andere Menschen zugegen sind. Und es war auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich, dass es halt diese Menschen gibt und die haben mich ganz stark inspiriert. Weiterhin, dieses Gefühl für andere Menschen, dieses energetische Grundmuster, was jede Person hat, diese Schwingung, diese aufzunehmen und in dieser Schwingung, also sozusagen kohärent mit ihr zu werden, indem man sich anschaut, indem man Gespräche führt, indem man einen Teil des Lebens miteinander führt, mit den Leuten, die wir besucht haben. Und dass sich das angleicht und dass man dann ein Lebensgefühl und ein Gefühl für den Menschen, der ja auch zum Leben dazugehört, also wenn ich von Lebensgefühl rede, ist halt zwar ja natürlich ausgehend aus meiner Betrachtung, also mein Gefühl ist, aber eben auch das Leben an sich, nicht nur mein Leben, sondern so das Lebensgefühl. Ein gemeinsames Gefühl mit diesen anderen Menschen, wie sich das sozusagen dann bildet und wie Menschen, die vielleicht in erster Instanz gar nicht so sehr, wenn man nicht auf diese Energie fokussieren würde, zusammenkommen würden, wie diese irgendwann dann gleich schwingen und wie in alten Denkmustern, wie da Beziehungen entstehen. So, also so Liebesbeziehungen. Und das ist halt so auch eine Erkenntnis gewesen, dass quasi ich mit so vielen Menschen, wenn ich noch in dem alten Denkmuster wäre, einfach eine Liebesbeziehung anfangen könnte, angefangen eben von Chiara bis hin zu anderen Menschen, die mir begegnet sind. Wie das möglich ist, wenn du einfach nur dich energetisch schwingst. Und wie einfach das ist. Und daraus dann für mich persönlich auch dann noch diese oftmals so das Gefühl, was ich erlebt habe, dass ich halt dann doch bei der einen oder anderen Person in eine Form der Anhaftung komme. Dass ich halt gerne mit dieser Person länger zusammenbleiben würde und gerne so eine Beziehung führen würde, aber nur das erste Grundgefühl. Dann stimmt natürlich mein Verstand, der dann diese alten Muster erkennt und diese Anhaftung erkennt und das, was mit ihr einhergeht, dass es eben nicht die Liebe ist, sondern dass es eben das ist, was besitzen will und mein Bedürfnis befriedigen an der Person, nicht unbedingt sexuell, auch, aber nicht nur. Und ja, und dass es dann ganz wichtig ist, dann weiterzuziehen. Das hilft natürlich so eine Wanderung. Wenn du Menschen, mit denen du gerne Zeit, mit denen du gerne lieben würdest, mit denen du den Rest deines Lebens verbringen wollen würdest, wenn du diese Menschen, wenn du diesen begegnest, die Zeit genießt, die Energien sich angleichen und dann sagst Adieu und weiterziehst, nicht anhaftest, den Moment genießt. Und dann kommt wieder ein neuer Moment. Und den nimmst du auch wieder. Und ja, und das ist halt, das sind so die Selbsterkenntnisse, die ich halt für mich, die mir diese Wanderung gebracht hat und die sich für mich diese Wanderung haben aber sowas von gelohnt, dass ich halt mein ganzes Leben lang gerne darauf zurückschauen werde. Und du siehst ja auch die Menschen immer wieder. Manchmal sieht man sie wieder, aber der Gedanke, oh, ich sehe ihn ja wieder, ist sehr, sehr kontraproduktiv, weil damit hast du eine Erwartungshaltung, oh, ich sehe diesen wieder, was in die Zukunft projiziert Das ist. meine ich gar nicht. Nein, ich sag's bloß den Zuschauern. Ja, aber dann. Und auf jeden Fall, und dann ist es gefährlich. Also ich versuche, wenn ich jemanden liebe und wenn ich jemanden sehr, sehr intensiv
ja, mit jemandem schwingern, nicht am Ende sagen, ja, wir sehen uns ja bald wieder. Nein, es war eine schöne Zeit. Es ist eine schöne Zeit mit dir. Mach's gut. Und wenn man sich wieder sieht, ist wunderbar. Natürlich, was du meinst, man sieht sich wieder und schön, so, ja, klar, man sieht halt immer wieder neue Menschen, aber es ist ganz wichtig, dass man nicht jemanden verlässt, um ihn wiederzusehen und das im Kopf dann behält als Ja, Erwartungshaltung. genau, So hast du es ja auch nicht gemeint. Ja. genau, so denke ich gar nicht, deswegen. Genau. Und für dich, was hast du an Erwartungen gehabt an die Wanderung? Na, keine. Gar keine. Wie immer halt. Ich probiere echt on Tag einzuleben und dann einfach alles auf mich zukommen lassen. Ich hege keine Erwartungen. Ich genieße einfach. Und auch die nicht so angenehmen Momente, die genieße ich. Die sind ja auch da, um was draus zu lernen. Für mich sind dann halt nicht so schöne Momente, die vielleicht schmerzhaft sind oder laut werden. Die sind dann halt sehr lernreich, wenn es wieder ruhiger geworden ist. Und da muss man halt auch quasi durch und das macht man dann halt einfach. Aber irgendwie mit Erwartungen ran bin ich gar nicht gegangen. Ich finde es faszinierend, wenn man untrainiert einfach losläuft und irgendwann sagen die Füße, ich kann nicht mehr, ich will jetzt mich hinlegen oder so. Oder ich merke, ich werde immer langsamer und denke mir so, okay, jetzt irgendwie brauche ich mal eine Pause. So. Aber du kannst einfach weitergehen, rein theoretisch. Du kannst immer weitergehen. Du kannst über deine Grenzen hinauswachsen. Die Muskulatur wird immer stärker und so weiter. Das sind so Begrenzungen, die macht man sich vielleicht, aber die muss man sich nicht machen. Ja, das sind wahre Worte, das von der Wanderung ausgehend, aber auch in jedem Lebensbereich ist es so, dass man tatsächlich sich selber diese Begrenzung schafft und dass man einfach nur wirklich versucht, mal ein bisschen darüber hinauszuwachsen und einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Wir alle haben unsere Komfortzone, der eine ist so, die andere ist so, aber wir sind viel mehr imstande, haben viel mehr Potenzial, um für Zufriedenheit zu entwickeln. Man muss sich wirklich bloß von alten Denkmustern lösen und ja. Dabei würde ich es auch gerne belassen. Und nur noch der Hinweis, weiß ich genau, wann das Video kommt, aber wir werden also jetzt zurückfahren und wir werden zum Rohkost-Potluck in Leipzig wahrscheinlich wieder zugegen sein. Und das ist natürlich ein bisschen witzig, weil ich ja eigentlich dann doch bei jedem Rohkost-Potluck dann wieder dabei gewesen bin in Leipzig. Aber es kommt noch dazu, dass zu diesem Rohkost-Potluck auch Hanna wieder dabei ist, die für 3 oder 4 Tage in Leipzig ist. Und diesen Moment, das war so die Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, ich gehe auf jeden Fall nach Leipzig. Und ja, da ich die Wanderung auch ein gutes Komplettpaket gewesen ist, so sich gut anfühlt und ich auch in meinem Garten mal ein bisschen vielleicht mal nach rechts schauen muss und ja, und noch andere Dinge auch für mich so ein bisschen erledigen will in Leipzig sowieso, ja, war es einfach eine gute Möglichkeit. Also Rohkost-Potluck am 10. Juni, weiß nicht, wann ihr das Video seht. In Leipzig sind wir auch wieder da und schön braun sind wir geworden. Ne? Schön braun sind wir geworden. Sonnenbrand hat sich eigentlich im Rahmen gehalten und ja, ansonsten ja, einfach schön. Man sieht sich. Genau, man sieht sich. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Also gut. Bin ich zufrieden. Hab ich jetzt drauf. Ja. Ich habe nicht vergessen, drauf zu drücken. Nope. Boah, 23 Minuten.